Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu MDR Aktuell. Wie immer um diese Zeit auch mit dem Blick in unsere Nachbarbundesländer. Zunächst schauen wir aber in die Ukraine. Oder müsste man sagen, nach Russland? Für die Halbinsel Krim ist diese Frage gerade schwer zu beantworten. Gestern stimmte die Bevölkerung eindeutig für die Abspaltung von der Ukraine. Heute Morgen verabschiedete das Krim-Parlament das Beitrittsgesuch zur Russischen Föderation. Und seit dem Mittag kann auf der Krim offiziell mit dem russischen Rubel bezahlt werden. Eine staatsrechtliche Metamorphose in atemberaubendem Tempo. Die USA und vor allem die Europäische Union machen deshalb ihre Drohungen wahr und antworten mit verschärften Sanktionen. Der Jubel gestern Abend in Simferopol wollte gar nicht mehr enden. In der Krim-Hauptstadt sangen Tausende die russische Nationalhymne, feierten schon mal den Anschluss der Halbinsel an Russland. 96,77% stimmten im Referendum für die Abspaltung von der Ukraine. Nur wenige Stunden später in Kiew. Mit Sorgen haben die Parlamentarier die Abstimmung auf der Krim beobachtet, auch wenn hier alle wussten, wie das Ergebnis aussehen wird. Nun beschließen sie als erste Reaktion eine Teilmobilisierung der Streitkräfte. 500 Millionen Euro werden in die Armee gepumpt. Eine stolze Summe für die klamme Ukraine. Das Ziel, Abspaltungen im Osten des Landes verhindern. Auch draußen auf dem Maidan machen sich die Menschen Gedanken, wie es weitergehen wird. Ich glaube nicht, dass eine Mehrheit der Krim-Bewohner wirklich nach Russland will. Der Krim, der wird es schlecht ergehen. Russland wird die Krim doch nicht wirklich unterstützen. Sie wollten nur ihre Macht zeigen, weil Janukowitsch nicht mehr der Präsident hier ist. Russland hat Rache genommen. Die EU-Außenminister in Brüssel, sie beschlossen neue Sanktionen gegen Moskau. Für 21 Personen gelten nun Einreiseverbote und Kontosperren. Betroffen sind Politiker und Militärs und auch Washington verhängte solche Verbote. Russlands Präsident Putin will morgen sein weiteres Vorgehen erklären. Und dann soll auch das Moskauer Parlament beschließen, wie die Krim nun in die Russische Föderation aufgenommen werden soll. Die Staatsanwaltschaft München verzichtet im Fall Hoeneß auf eine Revision. Damit wird das Urteil gegen den früheren Präsidenten des FC Bayern rechtskräftig. Das Landgericht München hatte ihn wegen Steuerhinterziehung zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Hoeneß hatte bereits einen Tag nach dem Prozess das Urteil anerkannt und auf Revision verzichtet. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben die Gewerkschaften Verdi und GEW bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. In Mitteldeutschland blieben Kindertagesstätten und Ämter geschlossen. Auch in Kliniken müssen die Patienten den ganzen Tag mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaften fordern eine pauschale Gehaltsanhebung von 100 Euro pro Monat und 3,5% mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt. Im Mittelmeer haben US-Elite-Soldaten einen Öltanker gestürmt und unter ihre Kontrolle gebracht. Das Schiff fuhr unter nordkoreanischer Flagge. Es war nach US-Angaben von libyschen Rebellen gekapert worden, die auf eigene Faust Rohöl exportieren wollten. In Paris gelten ab heute wegen des seit Tagen anhaltenden Smogs Fahrverbote. Nach Anordnung der französischen Regierung gilt das Verbot zunächst für Autos und Motorräder, deren Kennzeichen mit einer geraden Zahl enden. Morgen dürfen dann Autos mit einer ungeraden Endzahl nicht auf die Straße. Außerdem ist die Nutzung der Metro kostenlos. Was die Pariser Autofahrer sagen und wer vom Fahrverbot nicht betroffen ist, dazu mehr in unserer Sendung um 19.30 Uhr. Sie suchen Rat in Ihrem Betrieb, dann gehen Sie doch zum Betriebsrat. Klingt einfach. In der Realität ist das aber viel schwieriger, als man glaubt. Denn meistens haben nur große Unternehmen eine Interessenvertretung der Beschäftigten. In Mitteldeutschland nur rund 40%. Dabei reicht schon eine Belegschaft von 5 Kollegen, um wählen und damit dem Chef Paroli bieten zu können. In den kommenden Wochen stehen in ganz Deutschland die Wahlen für die Betriebsräte an. So auch in Brandenburg. Morgen. Wir haben dann Brandenburg bundesweit gerade Betriebsratswahlen stattfinden, verteilen wir vor allem Betrieben. Lars Buchholz ist so einer. Immer vor Schichtbeginn taucht er wie hier in Wustermark vor einem Werkstor auf und macht Werbung für Betriebsräte. Denn in Brandenburg könnten rund 34.600 Unternehmen einen Betriebsrat haben. Tatsächlich sind es nur 4.850, 14%. Das ist zu wenig, sagt Lars Buchholz und unterstützt Wahlen, wenn er gerufen wird. Derzeitig kann ich sagen, dass ich nahezu alle Betriebe, die ich angefasst habe, dann auch dort Betriebsräte gewählt habe. Und das hat funktioniert und die arbeiten auch alle.
Im Druckmaschinenwerk Brandenburg-Havel wurde gerade gewählt. Seit über 20 Jahren ist das so. Der Betriebsrat hier ist stark, die Mitarbeiter selbstbewusst, sagen ihre Meinung, auch wenn der Werksleiter hinter der Kamera mithört. Wie geht es hier weiter mit unserem Standort? Und Tarifverhandlungen stehen ja auch wieder an. Ja, da ist es einfach wichtig, dass wir einen starken Betriebsrat haben. Das Unternehmen profitiert vom Betriebsrat, sagen hier Chef und Betriebsratsvorsitzender. Wenn Entlassungen drohen, versucht der Betriebsrat abzufedern. Wenn das Unternehmen umgebaut werden soll, passiert das mit den Mitarbeitern zusammen. Wir werden im Maschinenbau immer flexibler, wir müssen immer flexibler werden. Das heißt, das sind schon Themen, die man sich genau anschauen muss. Wie gestaltet man die Arbeitszeiten? Und natürlich ist es dann gut, zu gemeinsamen Regelungen zu kommen, die nicht mit einzelnen Mitarbeitern verhandelt werden müssen, sondern wo man eine Gesamtsicht auf die Dinge dann hat. Es gibt viele kleine betriebliche Probleme bis hin zu privaten Problemen, die die Kollegen auch in den Arbeitsalltag mit einbringen. Das saugen Betriebsräte auf. Damit muss sich ein Arbeitgeber nicht auseinandersetzen. Selbstverständlich ist das alles nicht bei der früheren Drogeriemarktkette Schlecker etwa oder auch beim ehemaligen Frankfurter Unternehmen First Solar wurden Betriebsratswahlen behindert, sagen Gewerkschafter. Und auch anderswo seien Kandidaten vor einer Wahl eingeschüchtert oder sogar gekündigt worden oder herausgekauft. Das heißt, ihnen wurde Geld angeboten gegen den Verzicht auf eine Kandidatur. Oder haben Bosse mit der Verlagerung oder sogar Schließung des Betriebes gedroht. Das sind alles Einzelfälle, heißt es beim Arbeitgeberverband, der das deutsche Modell der betrieblichen Mitbestimmung lobt. Wenn wir uns das angelsächsische System ansehen, USA, England, sehr von Arbeitgeberseite geprägt, wir können aber auch nach Frankreich und Spanien, Italien gucken, übertrieben gesagt jede zweite Woche Generalstreik. Und wir haben da, glaube ich, einen sehr guten Weg des Ausgleichs der Interessen gefunden. Findet auch Lars Buchholz und wird weiter für dieses Modell werben. Derzeit sind ja turnusmäßig Betriebsratswahlen. So ein Stadtpark ist ein Segen, ein Stück Natur im Großstadtdschungel. Eine Liegewiese, vielleicht Spielplätze für Kinder. Der Görlitzer Park in Berlin ist so eine grüne Oase. Doch nicht nur die Kreuzberger fühlen sich hier wohl, er ist im wahrsten Sinn des Wortes auch ein Eldorado für Drogendealer. Das Problem ist zwar lange bekannt, doch wenn jetzt Kinder Kokain und Crystal im Sandkasten finden, besteht Handlungsbedarf. Ein normaler Samstagnachmittag im Görlitzer Park. Drogenverkauf. Einer hat den Stoff, übergibt ihn dem Nächsten. Ein weiterer kassiert Geld vom Kunden und der bekommt dann die Ware. Überall das gleiche Ritual. Im gesamten Park verteilt stehen die Händler. Und es scheint nicht nur Marihuana zu sein, das hier verkauft wird. Denn auf dem Piratenspielplatz entdeckten Kinder kürzlich Kokainkügelchen. Die Polizei bei der anschließenden Razzia sogar Crystal Meth. Vielen Anwohnern reicht schon lange. Ist natürlich nicht toll. Also schöner wäre es, wenn hier nicht Drogen verkauft werden. Aber sollen die Leute auch anders tun, wenn sie keine Arbeitserlaubnis haben hier, ne? Ich war jetzt auch gerade etwas erstaunt, als wir da vorne da reinkamen und dann über diese Massivität, ne? So viele Dealer auf einen Schlag. Die Polizei führt immer wieder Razzien im Görlitzer Park durch. Rechnet man nur die Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gab es im Sommer 2013 und Anfang 2014 die meisten Verstöße, weil kurze Zeit nach Razzien die meisten Dealer wieder am gleichen Ort auftauchen und weiterverkaufen, soll eine neue Strategie jetzt helfen. Wir wollen langfristig erfolgreich sein. Das heißt, mit den Informationen, die wir aus den Razzien gewinnen, können wir sogenannte Aufenthaltsverbote aussprechen. Und ein Aufenthaltsverbot bedeutet, dass jemand, der da mit Drogen gehandelt hat, mehrere Monate oder auch ein Jahr überhaupt nicht mehr im Park auftreten darf, weder zu legalen noch zu illegalen Zwecken. Das zu kontrollieren dürfte schwierig werden. Bürgerinitiativen hatten Videokameras zur besseren Überwachung vorgeschlagen. Aber solche Vorschläge sind im Sande verlaufen. Die Initiative gibt es nicht mehr. Allerdings tritt die Bezirksbürgermeisterin jetzt mit einem neuen Vorschlag auf den Plan. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier Zweierteams laufen lassen, das heißt Polizei und Ordnungsamt. Ich wünschte mir, es ginge so, dass wir viel öfter mit Drogenhunden hier präsent sind, weil es ist ja auch eine Menge durch die Drogenhunde gefunden worden, sodass wir stören. Also vor allen Dingen auch an den Eingängen hätte ich gerne auch, dass die Kollegen Ordnungsamt und Polizei stärker präsent sind als bisher. Den Vorschlag zum konkreten Sicherheitskonzept für den Görlitzer Park will Hermann bis Ende April vorlegen. Und dann gibt es ja auch noch ihre Idee eines Coffeeshops mit legalem Verkauf weicher Drogen. Laut Bezirksbürgermeisterin könnte dafür eine Entscheidung im Sommer fallen. Sanfte Hügel, Buchenwälder, aber auch Moore und weite Graswiesen.
Die Rhön im Dreiländereck Thüringen, Hessen, Bayern ist eine einzigartige Kulturlandschaft und ein UNESCO-Biosphärenreservat. Ihr höchster Berg, die Wasserkuppe, 950 Meter hoch. Zu Zeiten des Kalten Krieges lauschte der Westen von hier aus gen Osten. Inzwischen ist die letzte verbliebene Radarkuppel ein Museum. Umso größer ist jetzt der Protest, denn die deutsche Flugsicherung will den Horchposten Wasserkuppe wiederbeleben und einen 60 Meter hohen Radarmast bauen. Das Radom auf der Wasserkuppe, weithin sichtbar auf Hessens höchstem Berg, könnte Gesellschaft in direkter Nachbarschaft bekommen. Eine Radarantenne bis zu 60 Meter hoch. In idealer Lage, findet die deutsche Flugsicherung. Für eine Radaranlage ist es notwendig, dass sie eine ganz besondere geografische Lage hat, und zwar einen Standort, der eine entsprechende Höhe hat, damit eben das Radar die Umgebung, die Fläche, die es abdecken soll, für die Flugsicherung am besten gewährleisten kann. Mit ihrer Bauvoranfrage zum Radarprojekt hat die deutsche Flugsicherung die Gemeinde Gersfeld allerdings überrascht. Wir wurden überhaupt gar nicht gefragt, obwohl es unser Grundstück ist, obwohl es hier auf der Wasserkuppe unsere Gemarkung ist und wir natürlich mit dem Kreis zusammen einen Masterplan entwickelt haben, wie wir hier die Wasserkuppe weiterhin touristisch vermarkten wollen. Eine Radaranlage in unmittelbarer Nachbarschaft zu Segel- und Gleitschirmfliegern. Unvorstellbar für die betroffenen Luftsportler. Noch zu Zeiten der militärischen Nutzung der Wasserkuppe haben sie negative Erfahrungen mit den Radarstrahlen gemacht. Wir waren also mit einigen Piloten hier in der Luft, sind geflogen und da sind unsere Instrumente ausgefallen. Wir haben uns später gefragt, wie kann das sein, dass also zeitgleich bei einigen Piloten die Geräte ausfallen. Das lag dann daran, dass hier ein Testlauf stattgefunden hatte von einem defekten Radargerät, das hier also jahrelang noch in dieser Hülle stand. Da haben wir also erfahren, mit welcher unglaublichen Wucht diese Strahlen uns Flieger belasten würden. Eine Radaranlage mitten im Biosphärenreservat könnte auch Touristen verschrecken. Über 1 Million Besucher lockt die Wasserkuppe jährlich. Also ich sehe es nicht als touristische Ergänzung, sondern als mögliche, sag ich mal, Verunsicherung der Besucher, aber auch der Leute, die hier oben arbeiten, dass eine Wiederinbetriebnahme von Radargeräten hier oben natürlich zu einer gewissen Unruhe führen könnte. Welche Beeinträchtigungen sind damit verbunden? Kann ich mich dem Gerät noch nähern? Kann ich mich dort länger aufhalten? Die deutsche Flugsicherung in Langen verweist auf ihre Bauvoranfrage. Darin steht, eine gesundheitliche Gefährdung geht von der Anlage nicht aus. Da gibt es natürlich Auflagen, um diese Strahlungswerte in bestimmten Grenzen zu halten. Und all das haben wir dort erstmal dargestellt. Als nächsten Schritt will die deutsche Flugsicherung einen runden Tisch einrichten, um Bedenken gegen den 60 Meter Radarmast bei den Betroffenen auszuräumen. Wissen Sie schon, wo es hingeht im Sommerurlaub? Tausende Urlauber wird es wie jedes Jahr nach Rügen ziehen, auf Deutschlands beliebteste Ferieninsel. Sonne, Strand, schwieriger wird's, wenn's regnet. Dann lockt ein Klassiker bei Binz, das Jagdschloss Granitz. 250.000 Besucher wandeln pro Jahr durch den Bau des preußischen Architekten Schinkel. In diesem Sommer lohnt sich der Besuch doppelt, denn dann erstrahlt das Schloss in neuem Glanz. Ein bisschen englische Tudor-Gotik, ein bisschen italienisch-normannischer Burgenbau. Zinnen, Rundbogen, Maßwerkfenster, ein romantisches Meisterwerk, das den Berliner Architekten Steinmeier und Schinkel da gelungen ist. Statt Löwen, griechische Hunde vor dem Eingang. Innen, unverkennbar, ein Jagdschloss, erbaut in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hoch oben auf der Wald- und wildreichen Granitz. Hier liebte es Fürst Wilhelm Malte I. zu Putbus zu jagen. Als 2 Jahrzehnte später sein Schloss in Putbus abbrannte, verlegte er seine Residenz ganz auf die Granitz und ließ die Wohnräume fürstlich ausstatten. Jetzt werden diese aufwendig restauriert. Mit dem, was wir in diesem Baustand in Arbeit haben, bin ich durchaus zufrieden. Ich bin zuversichtlich, dass wir das termingerecht fertigstellen. Wie geht's weiter? Es bleiben Dinge übrig, die wir jetzt in dieser Maßnahme nicht realisieren können, weil sie nicht finanziert sind. Zum Beispiel Seidentapeten in anderen Salons. Hier im Speisezimmer allerdings zieren dekorativ-ornamentale Malereien die Wände. Friese in Schablonenmalerei. Oder
Akanthusblätter in zarten Lasurfarben. Seit dem Sommer 2011 wird in den herrschaftlichen Räumen gewerkelt. 3,3 Millionen Euro hat's gekostet. Projektleiterin Jana Gieser freut sich auf die letzte Aprilwoche. Oh, da fällt mir erstmal ein großer Stein vom Herzen. Und das ist schön, dass man dann so ein fertiges Objekt dann übergeben kann an die Öffentlichkeit wieder. Der große Marmorsaal, einst das fürstliche Wohnzimmer, ist so gut wie fertig. Hier sollen Konzerte, Lesungen und Trauungen stattfinden. Der Parkettboden ist erneuert, in den Quadraten spiegelt er die Form der Kassettendecke. Von der alten Innenausstattung ist allerdings nicht viel geblieben. Es gibt noch einiges zu tun, bis die Räume wieder zugänglich sind. Nach dem Gang durch die Gemächer belohnen sich die meisten Besucher mit einer Turmbesteigung. Die gusseiserne Treppe des berühmten preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel ist allerdings nicht ganz ohne. Ja, für manche Zeitgenossen derart schwindelerregend, dass sie auf halber Höhe lieber wieder umkehren. Den umwerfenden Ausblick vom 38 Meter hohen Turm genießen nur die Mutigen. Rasenball Leipzig sucht offenbar rasend schnelle neue Spieler. Der Sport mit Mo Krüger. Was machen eigentlich Spitzensportler, wenn sie frei haben? Sie machen Sport und damit es nicht langweilig wird, gern auch mal auf fremdem Terrain. Drei DTM-Piloten haben heute nicht auf dem Asphalt, sondern auf dem Rasen Gas gegeben. Ein Schnuppertraining bei Fußball-Drittligist RB Leipzig stand auf dem Programm. So anstrengend hatten sie es sich eigentlich nicht vorgestellt. Eine richtige Trainingseinheit hatte sich Tim Lobinger für Robert Wickens, Nico Müller und Antonio Felix da Costa ausgedacht. Der Fitnesscoach zufrieden. Die Jungs sind sehr trainiert, selbst die Beinmuskulatur, die ja nicht so viel benutzt wird, die ist relativ drahtig und gut. Insofern haben die guten Eindruck hinterlassen. Fitness gut, am Ball gibt es noch Potenzial. Trainer Alexander Zorniger schaute genau hin. Nein, eine Verstärkung für sein Team sah er nicht. Dafür aber durchaus eine Parallele zwischen den Sportarten. Zu unserem Fußball schon, alles soll im höchstmöglichen Tempo passieren. Und dabei möglichst wenig Fehler. Die Fehler bei uns sind nicht ganz so katastrophal wie in der DTM. Robert Wickens weiß das genau. Er hat als einziger schon Erfahrungen gesammelt in der DTM. Der Mercedes-Pilot aus Kanada feierte sogar schon einen Sieg, vergangenes Jahr auf dem Nürburgring. Für die anderen zwei ist es die erste Saison. Noch läuft die Vorbereitung, der Abstecher zur RB eine willkommene Abwechslung. Auch das Spiel gestern gegen Osnabrück schauten sie gemeinsam. Das lief besser als das eigene Fußballtraining. Es war nicht gut. Fußball ist nicht meine Stärke, aber es ist toll zu sehen, mit welcher Professionalität die Mannschaft arbeitet und wie ehrgeizig sie ist. In zwei Monaten kommt die DTM nach Oschersleben. Da sind die Fußballer eingeladen, hinter die Kulissen der Teams zu schauen. Ein gemeinsames Training auf der Strecke wird es dort wohl aber nicht geben. Nach 10 Wettkampftagen ist am Wochenende die Box-Bundesliga-Saison zu Ende gegangen. Der Nordhäuser SV hatte als letzten Gegner den Boxclub Straubing zu Gast, den bis dahin Drittplatzierten in der Gesamtwertung. Dort wollte aber Nordhausen am Ende stehen. Das war das erklärte Saisonziel der Thüringer. Dafür musste man gegen Straubing aber erst mal gewinnen. Trainer Konrad Werner konnte auf den kompletten Kader zurückgreifen. Für einen gelungenen Auftakt sorgte Salomon Tuve. Der Schwede fachte die Begeisterung des Publikums in der Ballsporthalle gleich richtig an, als er im Leichtgewicht vorzeitig gegen den Straubinger Andreas Klein gewann. Danach aber musste Konrad Werner mit ansehen, wie der Saalfelder David Müller in blauer Kampfkleidung gegen den starken Eugen dahinten mit zunehmender Kampfdauer immer mehr in Schwierigkeiten geriet. Dieses Gefecht, das spannendste des Abends, am Ende mit Unentschieden gewertet. Insgesamt aber setzte sich Nordhausen mit 4 Siegen und 2 Remis verdient gegen Straubing durch. Wir sind natürlich überglücklich, jetzt im letzten Wettkampf hier zu Hause diesen Erfolg einzufahren. Die Mannschaft hat sich das selber belohnt, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Nach 2 Vizemeistertiteln reichte es diesmal am Ende noch zu Rang 3. Für Nordhausen ein versöhnliches Ende einer schwierigen Saison.
Das war unser Nachrichtenüberblick. Um 19.30 Uhr meldet sich an dieser Stelle Roswitha Lorenz dann mit ausführlichen Berichten vom Tage. Jörg Heidermann wirft jetzt noch einen Blick aufs Wetter. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend. Herzlich willkommen zum Wetter für drei für unsere drei Bundesländer. Und das war doch überwiegend, wie hier bei Altenberg, eine trübe Angelegenheit. Allerdings galt das nicht für alle, zumindest wenn man den Blick auf ganz Deutschland wirft. Können wir uns mal das Satellitenbild von heute früh 9 Uhr anschauen. Und da sehen wir vor allen Dingen Baden-Württemberg und Bayern. Da war es richtig schön, da hatte man mit Wolken nichts zu tun. Da war es wieder richtig frühlingshaft. Und am Oberrhein ging es mit der Temperatur wieder rauf bis an die 20 Grad. Die gute Nachricht ist, die werden wir Richtung Donnerstag, Freitag bei uns auch wieder erwarten können. Heute waren wir dann doch ein bisschen weiter davon entfernt. Wir hatten es allerdings auch mit einem schmalen Streifen so vom Nordrand des Harzes und der Börde rüber bis zur Neiße, wo es dann teilweise zumindest mal ein paar Wolkenlücken gab. Und die haben sich dann auch immer mal wieder so ein bisschen verschoben. Weiter nördlich und weiter südlich war es doch eher eine recht trübe Angelegenheit. Und insofern können wir uns mal die Sonnenscheinausbeute zwischen 11 und 12 Uhr anschauen. Die Spitzenreiter Dessau-Roßlau mit 46 Minuten und Ebersbach-Neugersdorf 41 Minuten. Ansonsten vor allen Dingen Richtung Thüringen auch hat man da die Sonne vergebens gesucht. Allerdings ein bisschen weiter nördlich in Gentin. Da haben die Wolken dann auch ein bisschen Regen gebracht. 0,3 Liter gab es hier innerhalb der Stunde von 11 bis 12 Uhr auf den Quadratmeter. Und andernorts, da war der Wind noch richtig kräftig. Auf dem Brocken und auch auf dem Fichtelberg 85 Kilometer pro Stunde die Spitzenböe der Stunde. Und das bedeutete einmal mehr Sturmböen auf den höchsten Bergen bei uns in Mitteldeutschland. Auch da war der Thüringer Wald ein bisschen hinten an. Da hat es nicht ganz so kräftig gepustet. Und zum Nachmittag hin sind die Wolkenlücken immer seltener geworden. Überwiegend war es dann das trübe Grau, was über uns gezogen ist. Und ganz vereinzelt hat es noch ein paar Tropfen Richtung nördliches Sachsen-Anhalt gegeben. Das Temperaturniveau bei uns heute so bei 12 bis 13 Grad am Nachmittag. Wird sich jetzt, auch wenn wir mal auf den Dienstag springen, noch nicht wirklich groß ändern. Auch der Mittwoch ist noch ein bisschen gedämpft, was die Temperatur angeht. Aber wenn wir jetzt uns mal den Donnerstag anschauen, da haben wir es dann wieder mit Frühling zu tun. Wir sehen es, leicht ins Rötliche geht die Färbung. Bedeutet, wenn wir auf die Temperaturskala schauen, 20 Grad und vor allen Dingen am Donnerstag eventuell auch knapp darüber. Auch der Freitag wird noch mal ähnliche Temperaturen bringen. Allerdings kommt da dann schon die nächste Kaltfront aus dem Nordwesten reingezogen. Und insofern kann es dann am Freitag zum späteren Nachmittag schon Richtung Eichsfeld rauf bis in die Altmark erste Schauer, eventuell auch mal ein Gewitter geben. Soweit sind wir aber noch nicht. Schauen wir erst einmal jetzt auf die Wetterlage für morgen. Da haben wir es nach wie vor mit Tiefdruckeinfluss zu tun. Wir liegen morgen im sogenannten Warmsektor dieses Tiefdruckgebiets nördlich von Schottland. Der Hochdruckeinfluss, der vom Atlantik so vor allen Dingen Richtung Mittelmeer reinreicht, der wird morgen auch wieder dafür sorgen, dass es im Süden Deutschlands eher freundlich wird. Bei uns dagegen eher ein trüber und dann vor allen Dingen im Laufe des Tages teils auch wieder nasser Tag. Bedeutet jetzt für die kommende Nacht, da haben wir es überwiegend mit dichten Wolken zu tun. Ganz vereinzelt gibt es im Laufe der Nacht mal ein paar Wolkenlücken. Die Temperatur geht zurück auf Werte um 7 bis 4 Grad. Und Regen, der ist in der Nacht größtenteils noch nicht zu erwarten. Da bleibt es weitestgehend trocken, abgesehen vielleicht mal, wenn ein bisschen Nieselgetröpfel aus den dichten Wolken fällt. Aber die meisten werden davon gar nichts merken. Morgen dann, ähnlich wie heute, überwiegend dichte Wolken. Ganz vereinzelt schafft es die Sonne im Laufe des Tages hier und da sich mal durchzusetzen. Aber auch das wird nur von kurzer Dauer sein. Dazu haben wir es dann vor allen Dingen so Richtung Altmark und auch Richtung Süden. Also so vom Werratal rüber ins Vogtland bis ins Erzgebirge. Teils mit ein bisschen Regen zu tun. Der wird sich im Laufe des Tages dann weiter ausbreiten. Und dazu die Höchstwerte morgen 11 bis maximal 14 Grad. Hier geht's weiter mit Brisant. Schönen Abend.